Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch ein wenig Grundlagenarbeit machen, grundsätzlich die Gelenke zu öffnen. Es kann sein, dass es ein bisschen schmerzend ist, aber es lohnt sich, dieses Mitmachen, dieses Training mal mitzumachen, weil es gibt dir einfach die Möglichkeit, nachher offener, kräftiger zu sein. Okay? Wir fangen an mit den Füßen. Dafür setzen wir uns einfach auf die Fersen, die Zehen aufgesetzt und stellen einen Fuß auf. Du sitzt auf einer Ferse. Es kann sein, dass es hilft, so ein bisschen die Zehen zu bewegen oder den Fuß zu bewegen. Es kann sein, dass die Zehen ein wenig schmerzen dabei. Aber die werden damit einfach ein bisschen beweglicher. Okay. Dann wechselst du die Seite, den Wechsel, die Bewegung dazwischen, schauen wir uns jetzt nicht an. Einfach nur Zehen. Solltest du das nicht aushalten, machst du einfach eine kleine Pause zwischenzeitlich und versuchst dann wieder reinzugehen. Mit der Zeit wird das besser werden. Passiert dann auch meistens nichts mit den Zehen. Eigentlich passiert nichts. Okay, dann, wie geht's da raus? Dann die erste Seite, diesmal die Füße lang, wieder einen Fuß auf und setz dich auf den langen Fuß. Schau, dass dein Fuß nicht so wegknickt, sondern dass er einigermaßen gerade ist, sodass du merkst deinen Schwung. Und dass es einfach gedehnt wird, gestreckt wird. Und du kannst dir auch sowas wie eine Stoppuhr dazulegen, um einfach einen ungefähren Timing zu haben. Und dann die andere Seite. Darauf achten. Es kann sein, dass es hilft, so kleine Bewegungen zu machen mit dem Bein, mit dem Gesäß, mit dem Fuß, mit den Zehen. Einfach um das besser tragen zu können. Du kannst dann irgendwann jede Bewegung bzw. jede Übung, jede Praxis so auf eine Minute ausdehnen. Okay, so, na, die Füße, jetzt gucken wir uns die Hände an. Lass uns erstmal die so ein bisschen aufwärmen. Dafür lass die Finger locker. Und zieh mal die Handrücken ran. Ob du sitzt oder stehst, ist jetzt gar nicht so wichtig. Wenn du sitzen kannst, dann bleib einfach sitzen. Zieh schön die Handrücken ran. Den Handrücken so rangezogen. Den ranziehen. Und die Finger versuchen locker, dann machen sie sich automatisch zu sanften Fäusten. Das können wir ruhig mit beiden Händen machen. Das wollen wir jetzt nicht. Wenn das Sitzen für dich unbequem ist, weil wir werden das gleich nochmal machen, dann mach das Ganze ruhig im Stehen, das ist gar kein Problem. Wir werden dann so gleich aufstehen und dann lass die locker und jetzt lass die Finger wieder locker und zieh mal die Handteller
ran. Versuch den Arm Teller Richtung Unterarm zu ziehen und nach unten zu ziehen. Es kann sein, dass der Unterarm so ein bisschen schmerzt. Sollte er sich sanft verkrampfen, dann musst du ein bisschen rausgehen und wieder reingehen. Erstmal, es ist zwar eigentlich eine Haltung, aber manchmal hilft es, das Ganze auch dynamisch, so ein bisschen dynamischer zu machen. Okay. Dann, bevor wir nach unten gehen, komm einfach zum Stehen und lass uns die Mitte, die Hände auf das Becken, lass die Knie sanft locker und du kippst dein Schambein nach oben oder deinen Beckenkamm nach hinten. Lass uns vom Beckenkamm jetzt mal ausgehen, den Beckenkamm nach hinten und das Schambein nach oben zieht. Und wenn deine Knie so ein bisschen locker sind, also nicht gestreckt sind, dann ist dein Becken flexibler und ne, schön vielleicht noch ein bisschen mehr hochziehen und den Beckenkamm nach hinten. Dann ziehen, atmen und das Ganze in die andere Richtung. Den Beckenkamm nach vorne, beziehungsweise dein Kreuzbein hinten hoch. Nicht den Brustkorb betonen, sondern nur die Aktion kommt nur vom Becken aus. Dann die Arme mal zur Seite, komm uns die Schultern und die Unterarme und Oberarme an. Du drehst die Handflächen nach oben und du ziehst die Schultern hinten runter. Dabei nicht den Brustkorb hoch, sondern einfach nur die Schultern hinten runter. Und du nimmst die kleinen Finger nach oben, ziehst die kleinen Finger nach oben und es wird so ein bisschen deine Schultern hinten runterziehen. Schön die Schultern nach hinten runterziehen, runterziehen, runterziehen. Atmen dabei und die Schultern hinten runterziehen. Die kleinen Finger gehen hoch, so kommst du in so eine sanfte Spiralbewegung. Und die Ellenbogen können auch so ein bisschen was dabei tun. Okay. Dann dreh die Handflächen nach unten und dreh die Handflächen weiter und die Schultern nach vorne, ja, so dass sie nach vorne, die Schultern nach vorne gehen und vorne runter. Die Arme bleiben oben, der Kopf ist locker und die Schultern ziehen und der Daumen geht hinten hoch. Und dehne ich so ein bisschen nach außen, ne, diese Bewegung nach außen, nicht die Schultern Richtung Ohren ziehen, schön vorne runterziehen und atmen. Daumen, Schultern, die Arme zur Seite, arbeite von den Händen auch. Dass die Hände, so arbeiten deine ganzen Arme, nicht nur die Schultern. Und zurück. Okay. Als nächstes gucken wir uns den Hals an, den Nacken. Dafür gehst du jetzt mit dem Hals nach vorne. Und dann mit dem Kopf nach unten
und schaust zwischen die Füße, lass den Hals nach vorne gehen, weiterhin, mit den Hals nach vorne, den Kopf knicken, Hals, Kopf, Schultern ein bisschen runter, atmen. Ja, das Ganze kann auch dynamisch gemacht werden, aber versuch vielleicht auch mal das Ganze statisch zu machen. Den Hals, den Kopf. Vorbereitung für den Nacken, für den Flug, für den Schulterstand. Und das gleiche, die Schultern ein bisschen nach vorne, den Nacken nach hinten und den Kopf und die Schultern loslassen, den Nacken nach hinten, den Kopf klappen. Wie weit es geht, ist gar nicht so wichtig, es wird mit der Zeit einfach besser werden. Nacken, Kopf, du musst es am Hals merken. Du kannst auch helfen lassen, dass dir einer hilft, dass du deinen Kopf besser loslassen kannst, dass dein Nacken weicher, dein Hals weicher wird. Schön den Nacken nach hinten, den Kopf. Und vom Hals her heben. Dann gucken wir uns die Seiten an. Du gehst nach rechts runter. Schieb dabei sanft in deinen linken Fuß und knickt euch ab. Lasst langsam den linken Fuß und das Becken wieder so ein bisschen in die Mitte. Den linken Fuß verlängern, das linke Bein verlängern und zur Seite gehen. Gar nicht hier runterziehen, sondern eher so, dass du das hier, dass du merkst die Dehnung, du hängst dich da sanft rein. Seite. Lass die Schulter nicht hochgehen, lass die Schulter fallen. In das rechte Bein strecken, in die Ferse, gar nicht in den Vorderfuß, in die Ferse und verlängern. Es wird irgendeine Seite immer ein bisschen besser gehen. Es geht nicht um den unteren Rücken, es geht jetzt um die Brustwirbelsäule, die rund werden zu lassen. Schieb sanft deinen Schambein nach vorne. Becken ein bisschen nach vorne schieben, Schultern hängen, Kopf hängt, Arme hängen. Aufrichten.
dein Brustbein zu heben. Den Kopf kannst du halten, kannst ihn aber auch nach hinten fallen lassen, was aber automatisch dazu führen wird, dass du eher hier bist. Von daher versuch das Brustbein, als wenn du dich in die Länge heben würdest, zu heben, zu heben. Die Schultern sind locker, die Arme sind locker und das Brustbein. Es kann sein, dass du das auch hier merkst. Immer die Devise, wenn es zu viel wird, geh rein und voraus, rein und raus und baue das Statische langsam auf. Dann einfach was Gedrehtes. Du schiebst dein Becken, dein linkes Becken nach vorne und deine rechte Schulter, deinen rechten Arm nach hinten, den linken Arm auch nach hinten und immer wieder das Becken, sodass du drehst in der Brustwirbelsäule. Nicht von den Beinen. Die linke Hüfte geht nach vorne und der linke Arm zieht nach hinten, der rechte Arm zieht zum linken. Atmen und der Kopf kann so sein, nach vorne. Du kannst aber auch zu der linken Hand hinschauen. Immer linke Hüfte, linker Arm. Immer wieder an die Hüfte, um zu stabilisieren. Und ja, du gehst da rein, linker Arm, rechter Arm und drehst die Hüfte wieder über die, ne, das Becken über die Füße. Nicht sowas. Gerade bleiben. Du kannst die Knie auch ein bisschen locker machen, sodass du dein Becken besser nach vorne schieben kannst, deine rechte Beckenhälfte und den Arm nach hinten. Du wirst es merken, hier in dem Bereich, hier, hier, den Kopf. Der kann ruhig gerade sein, aber für den einen oder anderen hilft es, zu der Hand zu schauen, um sich besser aufzudrehen. Gehen wir nochmal nach unten und diesmal mit den beiden Füßen die Zehen aufgesetzt und dich einfach nach hinten setzen. Die Zehen es geht um so ein gewisses Halten, damit die wieder mobil werden. Nicht nur einfach in den Schuhen stecken. Es geht auch darum, das ein wenig tragen zu können. Es dauert eine Zeit lang, weil wir fast immer in Schuhen rumlaufen, die meisten Menschen. Okay, gucken, jetzt lassen wir die Füße kurz ruhen. Du gehst auf eine Faust, streckst in die Hand in die Finger, bringst den Handrücken an den Boden und streckst den Arm und drehst das
die Ellenbeuge nach vorne, so nach vorne. Und versuchst jetzt in den Arm zu verlängern, die Schultern weg von den Ohren, in die Finger strecken. Es wird sich im Handgelenk bemerkbar machen. Und atme. Atme so ein bisschen auf deinen Rücken, dass du nicht verkrampfst, dass du nicht so sehr das Becken kippst, nicht den Bauch nach unten fallen lässt. Schön den Arm verlängern in den Boden. Schön in die Finger strecken, den Ellenbeuge nach vorne drehen, sodass du in so eine Rotation kommst, die Spiralbewegung. Finger strecken, gib dir Spannung eine Richtung, wo sie hinfließen soll, in die Finger, in den Arm und nicht im Handgelenk bleiben soll. Und gehst da raus, machst eine Faust und belastest diese Faust. Dann geht die Spannung raus, dann die andere Hand, ne, so auf diesem Arm stehend, und die andere Hand in die Finger strecken, Ellenbogen nach vorne drehen und den Handrücken wieder. Wieder den unteren Rücken, die Füße locker, du stehst auf den Knien. Es wird dir deine Handgelenke öffnen. Probleme oftmals auch mit den Schultern, mit dem Nacken, mit dem Unterarm. Können gehen. Am Anfang kann das sein, dass das sehr schmerzt, besonders beim Zurückkommen. Schön belassen, die Faust, direkt auf die Faust und belassen. Dann geht diese Spannung aus dem Handgelenk heraus. So, dann die Füße lang. Gucken, lassen wir die Handgelenke kurz hoch. Die Füße lang und du gehst nach hinten und du stützt dich auf die Arme. Und versuchst die Füße zu strecken. Wie weit du die Knie gehoben bekommst oder ob du sie gar nicht gehoben bekommst am Anfang. Es geht darum, den Spann zu fordern, die Zehen zu fordern. Grundlage zu schaffen, dass der Spann einfach Länge generieren. Nimm eine Stellung ein, die du auch eine Zeit lang halten kannst. Nochmal an die Hände. Dafür spreiz die Finger ein bisschen auf, dass sie zu dir zeigen. Das können wir mit beiden Händen machen. Geh mit dem Gesäß ein bisschen nach hinten, sodass du Spannung in den Handgelenken verspürst und knick die Arme ein. Versuch die Arme nicht durchgestreckt zu halten, sondern versuch die Ellenbogen sanft eingeknickt zu halten und in so eine Vorspannung zu gehen, also in eine Spannung zu gehen, die ertragbar ist. Ellenbogen bleiben angeknickt. Atmen.
Wieder beim Rausgehen Fäuste und die Fäuste kurz belassen. Okay. Kommt nochmal hoch. Und dann gucken wir uns die Fußgelenke an. Man kann in eine Vorwärtsbeuge kommen und du versuchst die Füße nach außen zu kippen, so dass du merkst, dass deine Außenfußgelenke gedehnt werden. Das kann auch so, man kann das auch am Stehen machen. Auch, vielleicht habt ihr auch einen Stuhl vor euch und haltet euch kurz so, dass ihr merkt, ihr könnt das ganz gut ertragen und atmen. Dann wieder nach innen, die Knie ruhig auch und versucht die Beine zu strecken, so dass diese Innendehnung, ruhig die Oberschenkel so ein bisschen angespannt und die Füße nach innen. Aber nicht die Knie so, sondern die Knie bleiben, die Knie stabil machen, das Becken, die Fußgelenke flexibel. Ihr könnt also auch in der Vorwärtsbeuge, das war jetzt nur zum Zeigen, hier im Stehen, versucht einfach hier an die Dehnung von dem Innenfuß zu kommen, den da großen Zeh so ein bisschen betont. Okay, so, jetzt lasst uns die Finger ruhig mal so ein bisschen dehnen. Einfach mal durchgehen. Sieh, dass du die Finger mit der anderen Hand mal den Abstand zwischen den Fingern dehnst. Das gleiche auch mit der anderen Hand. Durchstrecken. Zwischen Daumen und Zeigefinger mal verlängern. Zwischen Daumen und Mittelfinger. Daumen und Ringfinger. Du kannst die anderen Finger wegnehmen auch, kannst sie aber auch dazu nehmen. Und Daumen und kleinen Finger. Und dann mal alle gegeneinander drücken. Atmen. Mal die Endpunkte dieser Handlungsorgane, Arme, nämlich die Finger, diese Gelenke nicht so benutzt werden, dann hängt es auch an den Unterarmen, weil da hängen ja die Finger dran. Wir bewegen die Finger ja tendenziell von den Unterarmen. Okay. Macht mal Fäuste. Knickt diese Fäuste ein. Und dann lasst uns die Finger strecken,
Und mal die Hand in den Handgelenken im Kreis drehen. Schön. Die einzelnen Finger, und dann mal Fäuste machen, strecken. Von dem kleinen Finger, Zeigefinger, Daumen. Ah, sehr schön. Immer wieder sehr schöne Geräusche. Gehen wir mal ein bisschen zum Sitzen in diesen Vierfüßler. Breite deine Finger aus und dann drück die Schulter nach unten, die Hände in den Boden und versuch mal deine Knie zu heben. Und du drückst mit den Händen und den Füßen in den Boden und kippst das Becken aus dem Hohlkreuz. Und lass die Knie so ein bisschen schweben. Schön aus den Schultern herausdrücken. Den ganzen Körper. Locker. Geh nach hinten mit dem Gesäß und streck mal die Arme. Schön strecken, strecken, strecken. Die Schultern zu den Ohren und in die Fersen strecken. Und den Hals nach vorne, den Kopf, schau Richtung Bauch und den nach unten schauenden Mund. Und versuch mal die Ellenbogen, die Ellenbeugen nach über innen, so als wenn du sie nach vorne drehen wolltest, sodass du merkst, es kommt in den Schultern an. Zurück in den Fersen, Sitz und dann wollen wir die Rückseite von dem Bein mal kräftigen. Dafür schiebst du dein rechtes Knie nach vorne und deinen linken Fuß ziehst du ran. Man müsste das hier im unteren Oberschenkel ankommen. Schieb das Knie nach vorne und zieh die Ferse gleichzeitig an. Und nochmal an. Ja, spür, wie du hier beim Bizeps arbeiten musst. Schön die Knie nach vorne. Das Becken locker. Tendenziell den Beckenkamm so ein bisschen nach hinten, also aus dem Hohlkreuz heraus.
das Becken aus dem Hohlkreuz nimmst und das Knie nach vorne schiebst und die Ferse ranziehst, weiter ranziehen, ziehen, ziehen, ziehen und nach vorne schieben. Okay, und Lockerung. Wechsel die Seite und wieder die Ferse nach hinten, das Knie nach vorne, das Becken aus dem Hohlkreuz und atmen. Schön den Zug beibehalten. Grundlagen. Es geht jetzt hier nur um Grundlagen zu schaffen. Schön die Ferse nach hinten, das Knie nach vorne, das Becken aus dem Hohlkreuz. Spür, du kannst dir auch mit den Händen mal ruhig da dran lassen. So merkst, dass dieser Muskel aktiv oder wie er aktiv wird oder ist. Das Knie nach vorne und atmen. Lass den Atem ruhig fließen. Knie nach vorne, Ferse nach hinten. Becken. Bisschen Gleichgewicht. Lass uns erstmal drücken mit dem rechten Fuß in den Boden, geh da rein, lass das Knie locker werden, Druck machen in den Boden und dann mach das Ganze mal auf der anderen Seite, schieb dein Gewicht auf das linke Bein, knick das Bein ein, lass dich so ein bisschen schwer und dann drück mit der mit dem Fuß in den Boden, dass du dich damit hebst. So, dann wechseln wir nochmal auf den rechten Fuß und Druck machen in den Boden. Wir konzentrieren uns, du hebst den linken Fuß, du konzentrierst dich darauf, dass du Druck machst in den Boden. Versuch mal hier zu verlängern und es ist von Vorteil, sich ein wenig den Kopf ein bisschen, also den Blickpunkt nicht so fixierend auf einen Punkt zu gehen, sondern dass du wirklich in den Boden verlängerst, dich die Konzentration eher in den Boden geht, als dass du dir irgendeinen Punkt suchst, wie das sehr oft gezeigt wird. Versuch mal eher aus deiner Mitte in den Boden zu gehen. Diese Länge in den Boden zu machen. Und dann setzt du den linken Fuß auf, schiebst dein Gewicht rüber, linken Fuß in den Boden schieben und nochmal wechseln mit dem rechten. Und dann gehen wir wieder in die Statik. Linke Fuß drückt diesmal. Rechtes Bein samt eingeknickt, es kann auch gestreckt sein, es ist nach vorne, nach hinten, was auch immer, was für dich bequem ist. Und Länge machen und wieder den Blick durch den Raum, dir keinen Punkt suchen, sondern eher aus der Mitte heraus in das Bein zu verlängern, atmen. Die Unterarme, die Rotation in den Unterarmen. Du bringst die
Arme übereinander. In dem Fall wäre der rechte oben. Bring die Finger sehr ineinander. Nimm dir ruhig die Zeit. Und geh mal so ein bisschen hin und her, so dass du von den Armen her hin und her gehen kannst. Und dann dreh die Arme rein. Und du gehst jetzt nach oben, um die Arme nach vorne zu strecken. Es wird jetzt dein Unterarm rotieren, so ein bisschen oben. Dein Handgelenk. Eine tiefe Atmung noch ein bisschen. Zurück. Den Wechsel wollen wir jetzt nicht besprechen. Du nimmst einfach den anderen Arm nach oben. Du kannst auch die Arme drehen, aber das ist jetzt eher so, wo es darum geht, also auf den Handflächen, wo es eher um Verbindungen schaffen und Bewegung geht. Und dort ne, reindrehen, nach oben strecken und so weit strecken, wie das für dich haltbar ist, wenn du atmen kannst. Atmen und zurück, die Hände lösen. Okay. Dann noch die Oberschenkel. Wir gehen nochmal auf den Boden. Die Füße lang. Die Knie, wenn möglich, so vorne zusammen, die Füße auseinander und es hilft, in die Waden zu greifen und sich zwischen die Füße setzen zu wollen. Es kann sein, dass das Ganze hier endet schon, dass du hier die Spannung merkst. So tiefer du kommst, es ist gar nicht so wichtig, wie tief du kommst. Es geht einfach darum, das Ganze nur so einzufordern, die Füße gerade, nicht nach außen gedreht. Und wenn du hier unten, auch wenn du unten sitzt, dann kannst du mit den Händen nach hinten gehen. Du kippst immer wieder das Becken mal aus dem Hohlkreuz heraus, lass es rund werden. Und du kannst auch mit den Ellenbogen und das Becken sanft heben, sodass du merkst, dass die Oberschenkel gestreckt werden. Und wenn du weiter nach hinten gehen möchtest, bring nicht den Kopf nach hinten, sondern versuch eher den unteren Rücken auf den Boden bringen zu wollen und das Becken. Es kann sein, dass die Knie sich sanft dehnt, muss aber nicht. Und das Becken ist aktiv in diese Richtung, nach hinten. Und wenn das so liegt, kannst du auch den Kopf nach hinten. Und das Becken zieht weiter. Es geht immer wieder darum, die Oberschenkel zu dehnen, zu öffnen, die Fußgelenke und aktiv darin zu bleiben und zu atmen. Schön die Oberschenkel, die vorderen Oberschenkel gedehnt, die Rippen ein bisschen rein, damit das Becken daran. Aber du kannst auch das Ganze, wie gesagt, im Sitzen. So. Es geht immer wieder nur um die Oberschenkel.
zum Rauskommen kommt nicht irgendwie gerade irgendwie so krumm raus, sondern sollst du hinten liegen, nimm den Kopf hoch, schau, bring die Ellbogen zur Seite, die Hände und versuch gerade hochzukommen. Um das nochmal zu sehen. Ja, also du gehst, du versuchst dich rund zu machen und gehst gut mit den Armen jeden nach oben zum Sitzen, um dann ne, da drin wie auch immer zu sitzen, aus der Haltung heraus zum Stehen zu kommen und dann gehen wir noch in die Diagonale. Du drehst auf, der linke Arm geht nach hinten, der rechte Fuß streckt und die linke Hüfte versucht nach vorne zu schieben und in die Länge zu gehen, ruhig mit der Hand an den Körper, versuch nicht unter dem Rücken zu hängen, schön das rechte Bein und den linken Arm strecken. Und das Brust, den Brustkorb heben. Arbeite mit dem Arm, die Schulter. Nimm die Schulter weg von den Ohren, strecke in den Fuß, atmen. Zurück, rechter Arm, linkes Bein in den Fuß, den Brustkorb nach oben, in den Arm strecken, ruhig die Hand an die Rippen, Länge generieren, in den Fuß, in den Arm. Nicht unter den Rücken hängen, nicht sich da reinlegen, sondern eher aktiv vom linken Bein in den rechten Arm versuchen, Länge zu machen. Zurück. Mal ein bisschen locker machen. Lass uns einmal kurz über den Körper gehen. Die Hände hinten an den unteren Rücken. Beine hinten runter mit den Händen. Und vorne innen hoch bis zur Leiste. Nach hinten und hinten hoch. Du nimmst den Weg über die Achsenhöhe, gehst wieder an die Wirbelsäule, über den Kopf, die Stirn, die Nase, Lippen, Kinn, Hals, Brust, Bein, Bauch, Bauchnabel, etwas unterhalb des Bauchnabels, nach hinten und hinten runter, wieder vorne innen hoch, vorne innen hoch, nach hinten, den Umweg über den Kopf, diese Mittellinie bis unterhalb des Bauchnabels, hinten runter, vorne innen hoch, hinten so weit hoch, wie es hier möglich ist. Die Wirbelsäule, Kopf, Gesicht, Hals, die Beine hinten runter, vorne innen hoch. Und nochmal das Ganze von der anderen Seite, seitlich. Brustbeugend und dann kommst du hoch und legst als Mann die linke auf das Schambein und die rechte drauf, wobei du mit diesen drei Fingern, mit den drei Fingern, gar nicht mit dem Zeigefinger und Daumen, die andere Hand hältst und die lässt locker und als Frau machst du das Ganze andersrum, mit der rechten Hand auf dem Schambein und die linke Hand da drauf.
Die Füße neutral, die Knie gehen lassen und lass die Arme los, lass die Schultern los. Geh mal in Kontakt zum Boden, wenn du kannst. Schließ die Augen und spür mal die Füße in Kontakt, die Fußgelenke, die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel und die Hüften in Kontakt zum Boden. Dann die Hände übereinander, die Unterarme, die Ellen, Handgelenke, Ellenbogen, die Oberarme und die Schultern. Geh mit dem Bewusstsein mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken, in Kontakt zum Boden, in den Beckenraum, in den Bauchraum, in den Brustraum, den Raum im Hals. Und dann mal den Körper als Ganzes, den ganzen Körper auf einmal in Kontakt zum Boden und dann den Atem, einfach der Atem, der im Moment gerade ist. Beobachte mal, wie dein Körper jetzt atmet. Das Bewusstsein, dass der Körper atmet. Und mit diesem Atembewusstsein geh mal in diesen kleinen Raum innerhalb der Nase. Du gehst mit dem Bewusstsein in die Nase, diesen kleinen Raum, vielleicht etwas davor der Nase auch. Und beobachte mal durch den Atem, nur in diesem kleinen Raum innerhalb der Nase. Dann geh mit dem Bewusstsein mal hinter die Stirn. Vielleicht ist es doch Dunkelheit, vielleicht gibt es Lichterfarben, Blitze. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr. Bewusstsein von dir als Ganzes, was das auch immer sein mag. Bewusstsein von dir als Ganzes. Mit dem Bewusstsein öffne mal sanft deine Augen. Du willst gar nichts Besonderes sehen, einfach nur dich wahrnehmen. Dann atme mal tief ein, tief aus, lass die Hände los und bring die Füße zusammen und die Hände gegeneinander. Einfach nur diese Berührung wahrnehmen von den Beinen, von den Füßen, von den Armen am Körper und die Berührung zwischen den beiden Händen. Die Finger sind ganz sanft aufgefächert. Und du wirst dir einfach nur bewusst dieser Berührung zwischen den Händen, den Armen am Körper,
folgt damit.